Eine Trennung ist niemals leicht, egal ob sie im Einverständnis geschieht oder nicht. Wenn dein Ex oder deine Ex diese Anzeichen von sich gibt, bereut er oder sie vermutlich die Trennung. Erstens, häufiger Kontakt. Wenn er oder sie sich ständig bei dir meldet und den Kontakt sucht, könnten noch Gefühle im Spiel sein. Zweitens, starke Gefühle der Eifersucht. Wenn Eifersucht, Trauer und Wut auch nach der Trennung noch eine Rolle spielen, schließt das auf eine tiefe Verbindung zwischen euch beiden. Drittens, gemeinsame Erinnerungen und Nostalgie. Wenn dein Ex oder deine Ex mit Freunden über eure gemeinsame Zeit schwärmt, hat er oder sie die Vergangenheit eventuell noch nicht hinter sich gelassen. Viertens, Interesse an dir und deinem Leben. Auch wenn dein Ex oder deine Ex weiterhin Interesse an deinen Zukunftsplänen hat, spricht das für ein großes Interesse und einen Wunsch nach Nähe. Fünftens, offene Gespräche über die Trennung. Wenn er oder sie offen über die Trennung redet und Fehler eingesteht, könnte dein Ex oder deine Ex womöglich ein klärendes Gespräch suchen, um eure Liebe neu zu entfachen. Diese Anzeichen könnten für Reue sprechen, aber auch Angst, Trauer und Unsicherheit widerspiegeln. Deshalb ist es immer sinnvoll, das Gespräch zu suchen und Ungewissheiten zu klären.